Adi-Lila Kapitel 13. Putramatasnadine Dila-Vastra-Vibhushane Putra-Saha-Mishrere-Samani Shachimishrera-Pujalana-Maneta-Harishahana Gare-Aila-Sita-Takurani Putramata, der Mutter und des Kindes. Snanadine, am Badetag, Dila, Gab, Vastra, Kleidung, Vibhushane, Schmuckstücke, Putrasaha, mit dem Kind, Mishrere, Jagannath Mishra, Samani, beglückwünschend, Shachi Devi. Mishrera, Jagannath Mishra, Puja, Ehre, Lana, empfangend, Manete, im Geist, Harisha, erfreut, Hana, werdend, Gare, Heim, Aila, kehrte zurück. Sita Thakurani, Mutter Sita, die Frau Advaita Acharyas. Übersetzung. An den Tag, an dem Mutter und der Sohn ihr Bad nahmen und das Wochenbett verließen, gab ihnen Sita Thakurani allerlei Schmuckstücke und Kleider und ehrte dann auch Jagannath Mishra. Und nachdem Sita Thakurani von Mutter Shachi Devi und Jagannath Mishra geehrt worden war, fühlte sie sich sehr glücklich und kehrte nach Hause zurück. Erläuterung. Am fünften Tag nach der Geburt eines Kindes und auch am neunten Tag nimmt die Mutter ein Bad entweder in den Ganga oder an einem heiligen Ort. Das ist nach dem Geburtstag, nach der Geburt. Dies nennt man Nishkramana oder die Zeremonie, die gefeiert wird, wenn die Mutter das Wochenbett verlässt. Heute ist das Entbindungsheim ein Krankenhaus, doch früher wurde in jedem achtbaren Haus ein Zimmer als Entbindungszimmer freigehalten, in dem Kinder geboren werden könnten. Und am neunten Tag nach der Geburt eines Kindes kam die Mutter in eine Zeremonie, die man Nishkramana nennt, heraus und benutzte wieder die gewöhnlichen Räume. Von den zehn Läuterungszeremonien ist Nishkramana eine. Es gibt zehn Läuterungszeremonien. Vormals betrachteten vor allem in Bengalen die höheren Kasten 4 Monate nach der Geburt eines Kindes als Quarantänezeit. Am Ende des 4. Monats musste die Mutter zunächst einmal den Sonnenaufgang sehen. Später hielten sich die höheren Kasten, nämlich die Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, nur noch ein 21 Tage Quarantäne, wohingegen die Shudras 30 Tage einhalten mussten. Bei den Gesellschaftsgruppen, die man als Kartabaja und Satima kennt, wurden Mutter und Kind nach der Quarantäne sogleich geläutet, indem man sie im Sankirtan mit Harinuta, kleinen Stücken Süßigkeiten, bewarf. Shachi Devi und Jagannath Mishra wurden zusammen mit dem neugeborenen Kind von Sita Thakurani geehrt und in ähnlicher Weise wurde Sita Thakurani von Shachi Devi und Jagannath Mishra geehrt, als sie nach Hause zurückkehrte. So war er Sitte in achtbaren Familien in Bengalen. Vers 119. So waren alle Wünsche Mutter Shachi Devi und Jagannath Mishra erfüllt, da sie einen Sohn bekommen hatten, der Gemahl der Glücksgöttin war. Ihr Haus war immer mit Reichtümern und Getreide gefüllt, so wie sie den geliebten Körper Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen, nahm ihre Freude Tag für Tag zu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist die höchste Persönlichkeit Gottes, deshalb erwies ihm jede seine Achtung. Selbst die Bewohner des Himmels kamen in den Kleidern gewöhnlicher Menschen
und dem Herrn ihre Achtung zu erweisen. Sein Vater und seine Mutter, Jagannath Mishra und Shachi Devi, wurden in ihren Herzen sehr zufrieden, als sie sahen, wie ihr transzendentaler Sohn geehrt wurde. Das ist, wir haben über das auch vor ein paar Wochen gesprochen, das ist die Halbgötter manchmal, die kommen auf diese Erde und beobachten, was die Devotees machen. Hier in diesem Sinne, die Halbgötter sind bekleidet wie normale Menschen. Wir wissen nicht, wer das ist. Zum Beispiel in Vrindavan oder anderen heiligen Orten gibt es so viele Tausende und Tausende von Menschen. Und es könnte sein, dass manchmal die Halbgötter kommen. Wir wissen das nicht. Hier ist es ein bisschen schwer für die Halbgötter, weil wir kennen die Gäste, wer kommt. Aber Srila Prabhupada hat erzählt, in London Temple, einmal die hatten diese Darshan und Prabhupada danach hat gesagt, mach noch ein Bett oder noch ein Bank oder ein, dass Narada Muni kommt. Weißt du, wer Narada Muni ist? Der Narada Muni kommt manchmal Darshan zu haben hier. Und Brahma, also nicht hier in Köln, aber das war in London. Und die Buddhis haben zwei Betten gemacht, ein für Narada Muni und andere für Brahma. So, die kommen regelmäßig Darshan zu haben von Krishna. Wir sehen das nicht, aber Prabhupada hat es gesehen. So, das ist wichtig zu verstehen wieder, dass wir immer, jeder beobachtet, was wir machen, was wir denken, dass wir sollten nicht denken, wir sind allein und es ist keiner da, sondern dann so viele Halbgötter und Paramatmen in unseren Herzen und Chitragupta und Yamaraj auch. Yamaraj ist der Gott Todes. Ja. Und Chitragupta ist sein Sekretär und er schreibt alle von jedem Mensch in der materiellen Welt sündhafte Tätigkeiten. Chitragupta schreibt, er hat ein Notizbuch und er schreibt alles. Okay, Bhakta Arthur. Mhm. Und dann, wenn wir tot sind, wenn wir sterben, wir gehen zu Yamaloka und dann Chitragupta nimmt sein Notizbuch und sagt, okay, das ist dein Leben, alles, was du hast gemacht. Und dann, es gibt eine Frage für dich, nicht für dich, aber für jeden Mensch. Wohin möchtest du zuerst gehen? Runter oder oben? Bedeutet die niedrige Planete, Hölle oder eine himmlische Planete? Weil jeder hat sündhafte Tätigkeiten und fromme Tätigkeiten gemacht in einem Leben. Und dann wir haben diese Frage, diese Möglichkeit zu wählen. Was würdest du wählen? Ich kann mich schon an das Beispiel von Krishna, wo der König gesagt hat. Ich kann mich an das Beispiel von Krishna, wo der König gesagt hat, erstmal die sündhafte Reaktion, dann kann ich genießen. Also das wäre so auch meine Herangehensweise. Also erstmal die Sünden ablassen und dann aufsteigen. Das ist der meisten die Leute denken wie das ist eine Mentalität. Wenn wir unsere Teller, wir haben verschiedene Gerichte und wir essen zuerst das, was wir, okay, das mag ich nicht, aber das ist schnell. Und danach, ich weiß nicht, Panier am Ende und Käse und alles Mögliche. Aber beste Lösung ist Gegenteil, dass wir zuerst nach himmlische Planeten gehen. Warum? Weil in den himmlischen Planeten gibt es eine Möglichkeit, weiter zu unserem spirituellen Leben zu entwickeln und diese sündhafte Tätigkeiten zu vernichten. So, wenn jemand fragt euch, geht zuerst nach oben und dann praktiziert, ich weiß nicht, was gibt es da oben, verschiedene Prozesse, dass wir diese sündhafte Tätigkeiten vernichten, dann müssen wir nicht runtergehen. Yudhishthira Maharaj ist geschrieben in Mahabharata. Yudhishthira Maharaj musste höllische Planeten besuchen, aber nur einen Augenblick und das war's. Augenblick, er hat gesehen und dann das war's.
weil er hat, ich sag mal, gelogen. Also, gelogen, ja. Natürlich, das ist eine andere Geschichte, gibt es tiefer als das, aber lass es, wir lassen das. So, Halbgötter. Jagannath Mishra war ein vorbildlicher Vaishnava. Er war friedfertig, von Sinnenbefriedigung zurückgezogen, rein und beherrscht. Deshalb hegte er kein Verlangen, materiellen Reichtum zu genießen. Was immer er durch den Einfluss seines transzendentalen Sohnes an Geld bekam, spendete er den Brahmanas, damit sie Vishnu erfreuen konnten. Nachdem Nilambara Chakravarti den Augenblick der Geburt Sri Chaitanya Mahaprabhus berechnet hatte, sagte er vertraulich zu Jagannath Mishra, dass er alle Merkmale einer großen Persönlichkeit sowohl im Körper als auch im Augenblick der Geburt des Kindes sehe. So verstand er, dass dieses Kind in der Zukunft alle drei Welten befreien würde. So erschien Sri Chaitanya Mahaprabhu aus seiner grundlosen Barmherzigkeit im Haus Shachi Devis. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist zu jedem, der diese Erzählung seiner Geburt hört, sehr barmherzig. Eine solche Person erreicht die Lotusfüße des Herrn. Also wir müssen nur hören über die Spiele von Chaitanya Mahaprabhu. Das ist alles. Jeder, der einen menschlichen Körper erreicht, sich jedoch nicht dem Kult Sri Chaitanya Mahaprabhu zuwendet, bringt sich um seine Gelegenheit. Amrita Duni ist ein strömender Fluss des Nektars des hingebungsvollen Dienstes. Wenn man, nachdem man einen menschlichen Körper bekommen hat, das Wasser in einem Giftloch materiellen Glücks trinkt, statt das Wasser eines solchen Flusses, wäre es besser, nicht gelebt zu haben, sondern lange zuvor gestorben zu sein. Erläuterung. In diesem Zusammenhang hat Srimad Prabodhananda Saraswati die folgenden Verse in seinem Chaitanya Chandramrita verfasst. Achaityanam idam vishvam yadi chaitanyam ishvaram navidu sarva shastra gya hyapi brahma yanti tejanaha. Die materielle Welt ist ohne Krishna Bewusstsein. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist Krishna Bewusstsein in Person. Wenn daher ein großer Gelehrter oder Wissenschaftler Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht versteht, wandert er ohne Zweifel sinnlos in der Welt umher. Wer nicht den Nektar des hingebungsvollen Dienstes aufhängt, der während der Gegenwart von Sri Chaitanya Mahaprabhus Kult überfließt, ist zweifellos der Ärmste der Armen. Die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhus ist wie ein anwachsendes Meer von Nektar. Wer nicht die kostbaren Edelsteine in diesem Meer aufsammelt, ist ohne Zweifel der Ärmste der Armen. In ähnlicher Weise heißt es in Srimad Bhagavatam, Shvavid Varahostra Karai Samstuta Purusha Pashu Nayat Karna Patopeto Jatu Nama Gadagra Jaha Bile Bato Rukrama Vikramanye Nashrimata Karna Pute Narasya Jihvasati Dudrikeva Suta Na Chopagayati Urugaya Gataha Jivanchavo Bhagavatangri Renum, Na Jato Martyo Bilabeta Yastu, Shri Vishnu Padamano Manu Yastulasya, Shvasan Chavo Yastu Navede Gandam. Wer keine Verbindung zum Krishna-Bewusstsein hat, mag in der sogenannten menschlichen Gesellschaft eine sehr bedeutende Persönlichkeit sein. Doch ist er im Grunde nicht besser als ein großes Tier. Solche große Tiere werden im Allgemeinen von anderen Tieren wie Hunden, Schweinen, Kamelen und Eseln gepriesen. Wer sein Ohr nicht dem Hören über die höchste persönliche Gottes leiht, sollte als jemand angesehen werden, die Ohröffnungen wie Löcher auf einem Feld besitzt. Obwohl dieser Mensch eine Zunge hat, gleicht sie die Zunge eines Frosches, der unnötigerweise durch Quaken Störungen verursacht und die Schlange des Todes anlockt. In ähnlicher Weise muss jemand, der weder den Staub von den Lotusfüßen große Gottgeweihte nutzt, noch den Duft der Tulasi-Blätter einatmet, die den Lotusfüßen des Herrn geopfert wurden, als jemand angesehen werden, der tot ist, obwohl es so aussieht, als erarbeite er. Das ist eine schwere, eine von den schwersten Versen.
sehr, sehr kritisch, kritisch an alle Leute in der materiellen Welt. Das, aber für uns, das ist wichtig, dass wir als Devotees oder zukünftige Devotees, dass wir sehen, was eigentlich Srimad Bhagavat denkt über materielle Tätigkeiten. Materielle Tätigkeiten hat keine Werte eigentlich. Wir machen das, okay, aber es gibt keine Werte in materiellen Tätigkeiten. Deswegen Bhagavat ist manchmal so stark wie das. Echt stark. Nur Krishna. Weil wenn wir mit unseren materiellen Tätigkeiten weitermachen in unserem Leben, das bringt keine Ergebnisse außer nächstes Leben. Oder verschiedene tierische Formen oder ich weiß nicht, welche Formen. Das ist deswegen diese starke Vers ist wichtig für uns zu verstehen, dass ja, ich sollte mindestens versuchen, etwas über Krishna zu hören, chanten, Service machen und so weiter. So, in Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, Kapitel 1, Vers 4, heißt es, Nivritatashair upagiyamanad bhavaushada chotramano biramat kautama shloka gunanuvadat punam virajeta vinapashugnat. Wer außer denjenigen die Tiere oder die Seele töten, wird sich nicht darum kümmern, Lobpreisung über die höchste persönliche Gottheit zu hören. Solche Lobpreisung genießen Personen, die von der Veruneinigung der materiellen Welt befreit sind. In ähnlicher Weise heißt es in dem 3. Kanto, Kapitel 23, Vers 56 des Bhagavatam, Na tirta pada sevayai jivan apomritom hi saha. Obwohl ein Mensch augenschließlich lebt, muss er als ein toter Körper angesehen werden, wenn er nicht den Lotusfüßen große Gottgeweihte dient. Wir haben noch ein Vers bis zum Ende des Kapitels. Indem in die Lotusfüße von Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Swarup Damodar, Rupa Goswami und Raghunath Das Goswami als mein Eigentum auf meinem Kopf setze, habe ich Krishnas Kaviraj so die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhus beschrieben. Erläuterung. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Prabhu, Swarup Damodar, Rupa Goswami, Raghunath Das und ihre Nachfolger werden alle von Krishnas Kaviraj Goswami anerkannt. Jeder, der in die Fußstapfen Kaviraj Goswami tritt, nimmt ebenfalls die Lotusfüße der oben erwähnten Persönlichkeiten als sein persönliches Eigentum an. Für einen materialistischen Menschen sind materielle Reichtum und Überfluss nur illusorisch. Im Grunde sind sie nicht Besitztümer, sondern Verstrickungen, denn indem eine bedingte Seele die materielle Welt genießt, wird sie mehr und mehr verstrickt, die sie für ihren gegenwärtigen Genuss schulden macht. Unglücklicherweise hält eine bedingte Seele Besitz, für den sie Schulden gemacht hat, für ihr Eigentum und ist sehr bestrebt, solchen Besitz zu erwerben. Ein Gottgeweihter dagegen betrachtet solchen Besitz nicht als wirklich Besitz, sondern nur als Verstrickung in die materielle Welt. Wenn Sri Krishna in einem Gottgeweihten großes Wohlgefallen findet, nimmt er ihm seinen materiellen Besitz fort, wie in Srimad Bhagavatam bestätigt wird, wo Sri Krishna sagt, Yasyaham anugrinami harishya taddanamashanai. Um meinem Gottgeweihten besondere Gunst zu erweisen, nehme ich ihm als seinen materiellen Besitz fort. In ähnlicher Weise sagt Sri Narottam Das Thakur, Danamora Nityananda Radha Krishna Sri Charana Seimora Pranadana. Meine wirkliche Reichtümer sind Nityananda Prabhu und die Lotusfüße von Sri Radha und Krishna. Er betet weiter, O Herr, gewähre mir in deine Güte diesen Reichtum. Ich möchte nicht außer deine Lotusfüße als meinen Besitz. Sri Narottam Das Thakur hat in vielen Liedern gesungen, dass sein wirklicher Besitz die Lotusfüße Radhas und Krishnas seien. Unglücklicherweise gilt unser Interesse unwirklichen Besitz und wir vernachlässigen unseren wirklichen Besitz Adane Yatana Karidana Teyaginu. Manchmal halten Smartas Raghunath Das Goswami für einen Shudra. Doch Krishnas Kaviraj Goswami erwähnt besonders Swarup Rupa Raghunath Dasa. Deshalb genießt derjenige,
der die Lotusfüße Raghunaths als transzendental zu allen Einteilungen des Kastensystems ansieht, die Reichtümer wirkliche spirituelle Glückseligkeit. Hiermit endet die Erläuterung Bhaktivedantas zum 13. Kapitel im Adi Lila der Sri Chaitanya Mahaprabhu, das die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhu beschreibt. Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Es war Fragen oder sollen wir beenden für heute? Diese Verse, wie du schon erwähnt hast, waren ja sehr stark. Ja. Das kann man ja heute dann auch noch genauso sagen, genauso anwenden? Oder ist das was das bedeutet heute? In der heutigen Zeit. An wem? An wem? Das ist die Frage. Manchmal Prabhupada, Srila Prabhupada hat nicht das geprägt, das ist nicht was sagt man, eine von den regelmäßigen Versen, die Prabhupada hat erzählt in Öffentlichkeit. Ich meine, wenn er hat mit den Journalisten gesprochen, er hat das nicht diesen Vers gesprochen. Aber manchmal ja, so. Das ist genau heutzutage. Es gibt keinen Unterschied zwischen heutzutage und gestern und vorgestern. Ein Experte Prediger, er weiß, was soll er sagen an wem. Und Krishna inspiriert ihn auch. Und manche Leute akzeptieren nicht. Das ist der manche Leute akzeptieren nicht. Was Prabhupada hat gesagt, zum Beispiel, in Öffentlichkeit keiner spricht heutzutage. Zum Beispiel, Prabhupada hat zu viel mal diese starke Worte oder er hat diese, Prabhupada hat gesagt, du weißt nicht oder du bist ein Tier oder das ist eine Schurke oder das ist ein Niveau deiner Tiere oder so weiter. Heutzutage, wer predigt das? Keiner. So manchmal, es ist nicht schlimm, das zu predigen, aber man musste wissen, wann nicht. Weil, das ist der Grund, wenn wir immer sanft und vernünftig sein und immer lobpreisen und nett sein, dann die Leute, die Qualität von den Leuten, die sie kommen, die kommen nicht, wie sagen wir, seriöse und starke Leute. Dann die denken, ah, das ist für die Frauen oder das ist für die diese Yoga-Leute, mit Yoga, in Yoga zum Beispiel, diese Gemeinschaft, die immer Lobpreis, es ist man darf nicht schlecht sagen, darf nicht. Es ist nur immer, oh, das ist wunderbar, du bist wunderbar, du bist, oh, das ist so tief und das ist so ekstatisch und so weiter. Und dann wir sehen, dass immer die Yoga, die Gemeinschaft ist meistens die Frauen und unsere Bewegung ist etwas anderes. Unsere Bewegung sollte eine Revolution in diese Gesellschaft produzieren. Wir sollten Gesellschaft ändern. Und das ist unser Ziel als Prediger. Ja, natürlich, wir sollten auch nett sein und persönlich, aber unser Ziel ist der Gesellschaft zu ändern. Und wenn wir möchten Gesellschaft ändern, dann müssen wir wissen, wenn wir lesen Sri Prabhupada Briefe, der Prabhupada hat dann Gandhi, Mahatma Gandhi geschrieben. Das ist Mahatma Gandhi, das ist der höchste von den höchsten in Indien damals, in 1947, Sri Prabhupada hat den Brief geschrieben. Und das ist sehr schwer. Prabhupada hat gesagt, nein, jetzt, du bist ein Prediger, du liest Bhagavad Gita, aber du solltest Bhagavad Gita, der Geist von Bhagavad Gita verstehen. Und das ist der Krishna zu verwenden. Jetzt lass alle deine Politik hinter dir und predig nur Bhagavad Gita. Das ist er gibt Rat zu die höchste Gandhi. Und Gandhi sollte diese Rat folgen, Anweisung folgen, weil ein paar Monate später ist geschossen
Gandhi ist geschossen. Und Prabhupada hat gesagt, lasst alles, lasst alles. Das Politik ist immer unstabil. Und so weiter. Und der hat, ich habe diese Briefe gelesen von den 40er Jahren, Prabhupada geschrieben, 40er Jahre, Anfang von 50er Jahren, so diese, wie sagt man, Prime Minister, was ist Prime Minister? Premierminister von Indien und Präsident von Indien und verschiedene große Persönlichkeiten. Und alle Prabhupada, das ist sehr stark. Ja, du bist gut, du handelst wunderbar, aber jetzt ist es für dich, mach das. Krishna, predige Krishna-Bewusstsein. Das wird. Und natürlich, keiner hat Prabhupada, keiner hat geantwortet. Nicht, dass, keiner hat Prabhupada einen Prabhupada-Brief geantwortet. Vielleicht nicht gelesen, weil es gibt so viele Sekretäre nur schmeißen weg. Aber das war Prabhupada. Und Prabhupada hat auch einen Brief an Indira Gandhi geschrieben. Indira Gandhi war auch Präsident oder so in Indien. Und Srila Prabhupada hat diesen berühmten Brief geschrieben. Dieser Brief ist in Prabhupadas Haus in Vrindavan. Und das Brief, Prabhupada sagt, okay, jetzt du bist Präsidentin, du solltest Sanatan Dharma predigen, Krishna verehren und du solltest eine Königin, Königin sein. Vergiss diese Demokratie, das ist nicht gut. Wir sollten eine Monarchie sein, Indien, und du solltest eine Königin. Und mein Vorschlag ist die folgende. Nummer eins, alle Schlachthöfe zumachen, zuschließen. Nummer zwei, alle, wie sagt man das, Bordells zuschließen. Jeden Tag, alle Beamte, jeden Tag eine Stunde Harinam Kasankirtan zusammen singen. Jeder Beamte eine Stunde Pause zuschließen und alle raus und dann singen. Eine Stunde Hare Krishna Mantra. Ich war, oh, was, er hat sieben Punkte, das ist so heavy. Natürlich, sie hat nicht das. Was noch? Alkoholbeschäftigung. Ich glaube, das hat nicht ganz geschrieben. Es könnte sein. Alkohol damals war nicht so in Indien. Heutzutage gibt es viel Alkohol. Viele Leute trinken, aber damals nicht. Aber ich weiß nicht genau, aber dass sie diesen Schlachthöfe schließen, Bordells und eine Stunde Harinam. Natürlich, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und so weiter. So ja, das ist eigentlich unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, hier zu bleiben mit 10 Leute, 5 Leute, wo immer. Unser Ziel ist, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist die Aufgabe für jeder Prediger, das zu machen. Okay, das gibt es noch was? Oder? Spirituelle Stärke kultivieren kann? Wer? Ich oder wir? Erste ist, dass ich eine Wille habe. Das muss ich zuerst willen. Wir haben über Geist, über den Geist gesprochen, letzte ein paar Tagen. Und Geist ist ein Lager von verschiedenen Wünschen. Wir haben so viele Wünsche. Und was ist wichtig für uns als Devote, ist, unsere Wünsche zu ändern. Und wenn ich einen Wunsch habe, Krishna bewusst zu sein, das ist der erste Schritt, dass ich will, was machen. Und das ist immer schwer, Glaube zu haben. Deswegen ist es, habe festen Glaube. Habe ich, was ich will in meinem Leben. Wenn ich Krishna Bewusstsein, was du sagst, starke spirituelle Stärke. Wenn ich spirituelle fortgeschritten
sammeln werden, dann zuerst muss ich einen Wunsch haben. Ja, ich möchte das. Und danach, wir beten an Krishna. Krishna, bitte zeig mir oder bring mir in einen Ort oder eine Situation, dass ich meine Stärke, dass meine spirituelle Stärke verstärken kann, verbessern kann. Und dann Krishna bringt, das ist immer mein Beispiel, ich hatte einen neuen Bhakta in den USA, und er hat, das ist schlimm, aber bete mich nicht. Das Bhakta hat gebetet: Bitte Krishna, reinige mich schnell, schnell und schmerzhaft. Er hat an Krishna gebetet. Und am Abend, zwei Männer, ich weiß nicht, was haben wir gemacht, wir haben am Boxen oder so getragen oder so, ich weiß nicht, wir waren im Hof, unserem Hof, und zwei junge Männer sind gekommen zu ihm und haben ihn geschlagen, ich weiß nicht, 10 Mal. Dann ist er verlassen. Aber nur ihn. Wir waren der Devotees, sie haben gesagt, was passiert? Ja. Aber das ist so schnell. Die sind nur einfach gekommen und weggerannt. Und die Devotees haben nicht gewusst, was passiert. Und dann, ich war im Tempelraum, und dann, jeder hat Bhakta Ernie geschlagen und so weiter. Und er musste in ein Krankenhaus gehen, Krankenhaus gehen. Und er war 2 Tage in dem Krankenhaus. Und ich habe gesagt, was ist mit dir? Er hatte diese internal bleeding, wie sagt man das? Ja, das ist schmerzhaft. Und er hat mir gesagt, ah, ich habe in Krishna gebetet. Ja, das ist nicht gut. Bete bitte nicht an Krishna, schmerzhaft. Aber wir können Krishna beten. Ich bitte, gebe mir eine Möglichkeit, Fortschritt zu machen. Das ist gute Gebet. Ja. Eigentlich wissen wir nicht wirklich, was wir wollen. Krishna weiß, was uns im Herzen ist. Also kann man Krishna so sagen, Krishna, du weißt besser, was ich will. Kannst du mir einfach nur mir zeigen, was ich will und ja. Ja, das ist auch möglich. Ja, wir wissen nicht. Wir wissen natürlich. Am Anfang, Krishna, ich habe überlegt, so viel mal, warum habe ich gejoint der Hare Krishna Bewegung? Keine Antwort. Es gibt keine echte Antwort. So viel mal habe ich nachgedacht. Warum? Ich war so jung, und warum hat mein junges Leben an Krishna gegeben? Ich habe keine Ahnung. Echte. Natürlich, ich habe so viel gelesen und ich war überzeugt, aber in Wirklichkeit, ich konnte so viele Mal in verschiedene andere Wege gehen. Ich verstehe nicht, warum nur Krishna. Aber ein von der Antwort ist Karma. Das ist von meinem vorherigen Leben, verschiedene Lebens. Und dann Krishna hat mir zu diesem Punkt gebracht. Okay, jetzt bist du hier, Krishna. Ich bin Krishna. Und am Anfang Krishna, wie sagt man, nicht zieht uns oder zwingt uns. Wie sagt man, zwingt oder? Ja, zwingt. Zwingt uns. Okay, mach's, mach's, mach's. Und dann du bist hier. Aber ein Tag, du musst selbst entscheiden. Weil Krishna bringt dir oder mir, ich oder mir oder andere Devotees oder zu einem Punkt von unseren verschiedenen Lebens. Aber ein Tag, man muss selbst entscheiden. Und an diesem Tag kommt. Ich hatte einen Devotee auch in den USA, in New York. Und er war super Devotee. Alles gut, keine Probleme, keine mentale Probleme. Meistens am Anfang, New Bhaktas, die haben mentale Probleme, sie haben Zweifel und so weiter. Er war super. Und dann nach 3 Jahren, ein Tag, er ist von Sankirtan gekommen, und er hat mir gesagt: Morgen fahre ich zurück nach Hause, nach Florida, zu meinem Vater. Und ich sagte: Okay. Ich habe gedacht: Okay, jeder besucht Eltern und so weiter. Und wie lange bleibst du? Nee, ich komme nie wieder. Das ist für mich ein Schock.
Shishi Gonital Kija. Das war so ein Schock. Das ist unglaublich. 3 Jahre. 3 Jahre oder? 3 Jahre ungefähr. Super Devote, alles ist gut. Und dann einen Tag nur, ich gehe. Und ich habe gehört, später, der hat alle Prinzipien gebrochen und Fleisch gegessen. Das war echt ein Schock. Aber dann habe ich nachgedacht, ja, dass er hat diese Karma, zum diesem Punkt Krishna bewusst zu sein. Und nach diesem Punkt, er musste entscheiden, sich selbst entscheiden. Und er hat das entschieden. Ich möchte das. So, deswegen ist es gut, diese Wünsche zu, wie sagen wir, kultivieren oder entwickeln. Ja, wenn dieser Punkt kommt, dass wir bereit sind. Weil dieser Punkt kommt. Und nicht nur nach 1 Jahr, 2 Jahre, aber manchmal 10-mal oder 5-mal, jeder hat diese sogenannten Tests. Und einmal hat ein Devotee kann Test nach 2 Monaten, nach 6 Monaten, nach 10 Jahren und danach auch nach 30 Jahren. Aber der Punkt ist, dass wir müssen offen sein für Krishna. Okay, jetzt reinige mich, aber nicht schmerzhaft. Und ich bin bereit, was kommt für die. Ich möchte dir dienen. Das ist eine gute Mentalität. Manchmal ist es so einfach, diese Tests, wir sollen überwinden, manchmal nicht. Manchmal ist es schwer, aber wir gehen. Weißt du, wenn Wind ist so stark und man geht, ist so ein bisschen schwer zu. Manchmal ist es wie das. Manchmal wir gehen gegen Wind. Manchmal diese gegen Wind, wir gehen 10 Jahre oder so. Es passiert. Schwierigkeiten. Prabhupada hat 30 Jahre gegen Wind gegangen. Und danach, nach 30 Jahren, plötzlich der Wind ist, wie sagen wir, umgedreht und dann Prabhupada hat geflogen, man kann sagen, auf der ganzen Welt. So. Es ist. Wir können nicht, wie sagen wir, vorhersagen. Wie soll man vorhersagen? Was kommt zu mir? Ich hatte keine Ahnung. Vor 30 Jahren, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Nach 10 Jahren, diese Tests, so große Tests. Aber ich hatte diese Mentalität, gute Mentalität, man überwindet alles. Mit weniger oder mehr Schwierigkeiten, aber überwindet alles. Deswegen, man muss eine gute Mentalität kultivieren, bei Lesen, lernen. Man muss, wie sagt man, eager. Begierig zu lernen. Okay, ich möchte lernen. Wie macht man das? Wie macht man das? Das wie die Pranipatena Pariparashtena Seele eigentlich. Immer Fragen stellen. Und wir haben verschiedene Fragen in verschiedenen Niveaus. Am Anfang, man hat ein paar Fragen und später manchmal andere Fragen und andere Fragen und andere Fragen. Und wenn du 50 Jahre in Krishna Bewusstsein bist, das auch gibt es Fragen, aber diese verschiedenen andere Fragen. Es gibt immer wie sagen wir, Raum, etwas Neues zu lernen. Weil Krishna ist unbegrenzt. Es ist nicht so, nach 20 Jahren oder 30 Jahren oder 10 Jahren oder ein Jahr, ich bin eingeweiht jetzt, das weiß ich alles. Das ist immer, das ist so, wie sagt man, Klischee. Gibt es Klischee auch? Klischee. Wenn die junge Devotees Einweihung kriegen und dann die denken, jetzt, wir sind alles zusammen, ich weiß alles. Und das, ja, du weißt besser als vor ein Jahr oder vor 2 Jahren. Aber muss weitergehen. Wenn mein Mann nicht weitergeht, das kommt runter. Krishna-Bewusstsein ist genau das. Wie sagt man das? Das ist eine Steigung. Dann geht hier, und wenn wir machen hier nicht, wie sagt man, Progress, dann wir rutschen, wie sagt man, rutschen? Wir rutschen zurück. Und wir bemerken das nicht. Aber man kann sehen, zum Beispiel, wenn wir einen Devotee nach 5 Jahren oder so, man sieht, und dann er war zum Beispiel hier, und nach 5 Jahren ist hier runtergegangen. Aber man sieht nicht den selbst natürlich.
Wir sehen nicht, wir leben einfach, und aber jemand anderes kann das sehen. Aber das ist der Regel, hundertprozentig in Krishna-Bewusstsein. Wenn man geht nicht nach oben, geht nach unten. Kann nicht stehen bleiben. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist wie Eis. Wir gehen entweder oben, diese langsam, oder rutschen nach unten. Und man, es gibt so viele Beispiele. Hunderte verschiedene Devotees und Bhaktas, sie haben gekommen und weggegangen. Und Prabhupada hat gesagt, be surprised nicht. Nicht überrascht sein. Nicht überrascht sein, wer Krishna-Bewusstsein verlässt, aber überrascht sein, wer bleibt, wer ist geblieben. Manchmal ist es so, du siehst, wow, ich sehe. Zum Beispiel, wir gehen nach Mayapur oder nach Vrindavan und man sieht jedes Jahr oder jede 5 Jahre oder so gleiche Person, gleiche Gesicht. Ich kenne diese Devotees nicht, zum Beispiel. Ich kenne einen Devotee, ich weiß, das erste Mal, ich war in Vrindavan 1992 und habe dieses Gesicht gesehen. Und jedes Jahr ich sehe das Gleiche. Und habe einmal gefragt, Entschuldigung, ich kenne dich nicht, aber ich sehe dein Gesicht nach 25 Jahren. Und sage, ich komme aus Spanien und so weiter. Und sage, immer, jedes Jahr. Das ist unglaublich. Oder manche Devotees sind die erleuchtende Devotees, die machen riesige Dinge. Vor 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, die machen das und jenes. Und wie sagt man, heroische Tätigkeiten und so weiter. Und dann einfach verschwunden. Und dann man fragt, wo ist das? Oh, ich weiß nicht, dessen. Geheiratet und man hört über ihn nicht mehr. Das ist irgendwo, der lebt sein Leben irgendwo und das war's. Maya ist sehr, Mama Maya Dorothea, sehr schwer zu überwinden. Sehr, sehr schwer. Wir sollten nicht denken, das ist so einfach jetzt. Ich kann Mangalati aufstehen und jetzt bin ich. Es ist, man muss Mangalati nach 20 Jahren wieder aufstehen. 20, 25 Jahre aufstehen. 30 Jahre. Bhakti Bhushan Swami, 50 Jahre. 50. Bhakti Bhushan Maharaj hat Einweihung gekriegt, eine Woche vor meinem Geburtstag. Eine Woche vor meinem Geburtstag, Bhakti Bhushan Maharaj hat Einweihung von Prabhupada gekriegt. Und er steht auf, jeden Tag vor 50 Jahren von Mangalati. Er chantet seine Runde. Jeden Tag vor 50 Jahren. Das ist, wow, das ist unglaublich. Das ist Stetigkeit. Das ist Stetigkeit. Wir sollten nicht denken, dass, okay, jetzt, 1 Jahr oder 2 Jahre und ich bin eingeweiht oder zweite Einweihung, wo ich am Brahmanas Schnur, oh, jetzt bin ich. Wir müssen immer aufpassen und immer versuchen, uns zu verbessern. Einfach. In unserem kleinen Welt muss nicht, wie sagen wir, außergewöhnliche nicht machen, aber auf unserem meinen Welt. Kann ich eine Runde pro Tag chanten? Ja, versuch mal. Und dann chanten, aber jeden Tag. Was wichtig ist, dass wir gehen nicht runter, aber nur einfach eine Runde. Und dann wir chanten eine Runde. Tag nach Tag. Und dann, nach einer Weile, Arthur, was denkst du? Sollten wir 2 Runden chanten? Und Arthur sagte, ja. Und dann wir machen 2 Runden, jeden Tag, 2 Runden. Und danach eine Weile, 4 Runden, 8 Runden und so weiter. Und dann ein Tag, wir sind bereit, 16 Runden zu chanten. Und dann nach einer Weile, Edward fragt, Arthur, sollten wir ein Einweihen kriegen? Ja, lass uns das machen. Und dann gibt es eine Liste, wir haben jetzt in meinen Seiten, meine Zeiten, es ist so einfach. Ich frage einfach, Guru, kann ich eine Einweihung kriegen und das was. Aber heutzutage, wir haben diese Liste. Man muss diese
Kurs und dieses Seminar und so weiter und das und jenes. Und dann, okay, habe ich alle auf der Liste, okay, haben wir alles. Und dann wir schreiben einen Guru und wir möchten einen Anwalt kriegen. Das weiter und weiter und weiter und so weiter. Das ist eigentlich empfehlenswert. Ja. Ist es besser, Stück für Stück Fortschritte zu machen oder von heute auf morgen direkt so große Sprünge? Das abhängig von Persönlichkeit. Was ist deine Persönlichkeit? Ich kann nicht Stück für Stück. Für mich ist es, ich kann nicht, dass mein Geist akzeptiert. Ich komme nicht auf Deutschland, aus Deutschland. In Deutschland, die Leute, sie machen das. Ich kann nicht, das ist für mich, ich sterbe. Ich habe diesen dramatischen Geist und ich muss alles oder nichts. Ich habe einen Tag Srimad Bhagavatam gelesen und nächsten Tag habe ich gedacht, ich gebe alles auf. Nächsten Tag. Ich habe nicht Devotees getroffen. Ich habe nicht gewusst, dass Tempel existiert. Aber ich meine Geist, oh, das ist Nonsens, materielle Welt, das ist Unsinn, ich gebe alles auf. Habe alles aufgegeben in einem Tag. Aufgehört in alle vier Prinzipien. Nicht mehr. Habe meine Freundin angerufen. Ab heute, ich folge regulierten Prinzipien. Was? Reguliert? Aber nur, ich habe ein Buch gelesen. Nur ein Buch. Ich habe nicht gewusst, dass XCON existiert. Nur wegen einem Buch. Aber das ist mein. Ich hatte diesen Nonsensgeist. Aber es war bei dir wirklich so, von jetzt auf gleich so zack, so. Ein Tag, echt ein Tag, habe alles aufgegeben, alles. Nicht mehr, nichts, gar nicht. Ah, Fleisch, alles nicht. Drogen. Dann auch stetig geblieben. Ein Tag von, ja. Klasse. Und dann Krishna hat mir geschickt, die Devotees. Er hat die Devotees geschickt und ich habe Devotees auf die Straße getroffen, die hatten Bücher verteilt. Und das, wow, das, weil ich habe gelesen in die Srimad Bhagavatam, das war Srimad Bhagavatam, dritte Kanto, Lehre Kapilas. Und Varahadeva Erscheinungs. Und Prabhupada hat geschrieben, in der Chaitanya Charitamrita, er zitiert viel von Chaitanya Charitamrita und habe gedacht, das ist mein nächstes Buch, Chaitanya Charitamrita. Und ich bin im Park gelaufen, damals, wir hatten diese sogenannte fahrende Buchverkäufer. Bibliothek oder? Nein, nein, fahrende Buchverkäufer. Damals. Die verkaufen diese Enzyklopädie oder ich weiß nicht, Tolstoi oder Dostoevsky, ganz und komplett, 20 Bücher und so weiter. Und meine Mutter hat viele Bücher gehabt von diesen. Und die fahren mit dem Auto, die parken im Park. Und die machen die ganze, nicht Bibliothek, aber diese Bücher von Verkaufen auf dem Auto. Als ein wie sagt man, Schauraum oder. Und ich bin gelaufen und habe gesagt, oh, das ist Devotees. Ich habe nicht Devotees, das waren Devotees. Ich habe gesagt, oh, der Chaitanya Charitamrita, gib mir dieses Buch. Und so, diese Devotees, oh, warte, warte. Und wer bist du? Und haben gesagt, oh, ich lese das und das, ich mache diese Prinzipien. Und Devotees sagt, ein bisschen das komische Junge und so weiter. Und dann die haben die erzählt, komm heute Abend zu unserer Wohnung. Die haben eine Wohnung gemietet und die haben erzählt alles über Tempel und so weiter. Und dann nächste Woche habe ich gejoint. Aber das ist nicht das. Du hast deine eigene Persönlichkeit und manche Leute machen Schritt für Schritt. Ich finde, Schritt für Schritt ist besser, eigentlich. Ich kann nicht das machen. Das ist ein Problem. Meine Frau zum Beispiel, sie kann das. Ein Dienst bis zum Ende, von jetzt bis zum Ende ihres Lebens, sie kann das machen. Jeden Tag, das für mich ist, mein Geist explodiert. Aber man, ja. Ich kenne zum Beispiel Devotees, die haben einen Devotee, Freund von mir, er hat 20 Jahre, 22 Jahre auf Einweihung
gewartet. Nicht gewartet, er war nicht bereit. Er möchte ein bisschen. Und am Ende hat er Einweihung gekriegt. Nach 22 Jahren. Und manche Leute kriegen Einweihung nach einem Jahr oder zweite Einweihung nach zweite Jahr und dann 6 Monate später, die sind weg. Das passiert viel. Weil wir haben dieses materialistische Konzept, was ist Einweihung? Wir kriegen Einweihung, weil wir sind hier in Gemeinschaft von Devotees und ich bin Bhakta Edward vor 3 Jahren noch und dann Bhakta Selim hat angeweint, okay, und Bhakta Johann hat angeweint und ich nicht. Und dann ich warte und dann, oh, ich muss auch eine Weihung kriegen und dann, ich bin nicht mehr Edward und dann Rupa Sanatan Das und dann, ja, ich habe einen Namen. Und dann, was ist noch? Ah, zweite Einweihung und dann, ich arbeite, mache Bhakti Shastri und so weiter und so weiter. Und dann, ja, und nach zweiter Einweihung, es gibt nicht mehr zu erreichen. Und dann einfach so. Das passiert vielmal. Wenn wir diese materialistische so eine Erwartung von Krishna Wutzen haben. Deswegen ist es wichtig, zu gute Mentalität haben. Ich kriege Einweihung, weil ich möchte spirituell Fortschritt machen, nicht weil ich kriege einen Namen. Oder Titel. Ich bin hier Brahman, ich kann auf dem Altar, ich stehe auf dem Altar. Oh, Nein, ich bin ein Diener, ich diene hier, was gibt's, was ich kann 5 Jahre Bhakta Edward oder Bhakta Arthur bleiben, das ist kein Problem. Ich bin nur ein Diener. Und dann nach 5 Jahren, wenn ich eine Einweihung kriege, das ist echte. Zum Beispiel in Chopati Temple in Indien, damals, ich weiß nicht jetzt, aber vor 15, 20 Jahren, die hatten ein System. Im Westen ist es nicht möglich, weil im Westen System war, wenn du in Ashram, wie sagt man, join möchtest. Beitreten möchtest, dann ist es nicht so einfach. Zuerst musst du Bachelor. Du musst mindestens ein Bachelor-Diplom haben. Und danach, wenn du ein Bachelor, das dauert 3 Jahre ungefähr, ist, ne? Bachelor. Und danach muss man arbeiten, für ein Jahr arbeiten. Und, aber der wohnt nicht draußen, die hatten diese sogenannte Base. Base ist, die mieten ein Gebäude oder ein Haus und dann diese sogenannte Kandidaten, die wohnen alles zusammen. Die arbeiten dort und die essen Prasadam zusammen und so weiter. Und es gibt einen Mentor, das beobachtet alles und das ist wie ein Mentor. Und dann die arbeiten ein Jahr und danach die können endlich zum Tempel, in Tempel zusammen umziehen, aber die sind 3 Jahre noch Kandidaten. Und die tragen weiß, nicht Safran. Die tragen immer noch weiß, so dass das ungefähr 7 Jahre dauert, wenn jemand möchte, ein Brahmachari. Und dann, wenn der kommt zum Tempel, und er wohnt im Tempel für 3 Jahre. Er hat, ich weiß nicht genau, aber er hat mindestens, ich glaube, 3 oder wie viele Mentoren. Und die alle 3 müssen ein grünes Ampel geben für die Anweihung. Oder 5, ich weiß nicht genau, 3 oder 5. 5. Das ist schwer. Und wenn jemand Nein sagen, einmal, das ist raus. Sofort. Einmal nein, das habe ich gehört. Ich war dort, ich war krank und der Tempelpräsident ist ein Freund von mir und er hat, ich war dort, es gibt ein Krankenhaus von Devoti Krankenhaus, Bhaktivinoda Hospital und ich war in Chopati Temple. Die hatten kein Betten, alle Devoti schlafen auf einem, das ist ein Balkon oder so, das ist eine große Fläche.
gibt kein Bett oder kein mein Platz, dein Platz, alle schlafen zusammen. Und die hatten einen Schrank, das ist die groß ungefähr, die groß oder ein bisschen größer. Und das war's, das ist das, was wie sagt man, geht rein, das ist deine Eigentum. Wenn nicht, Besitz, wie sagt man, Besitz. Und alles, was ist draußen, geht raus. Das ist alles. Alles ist morgen, alles ist leer und gewischt und erscheinungsweise in der Tugend. Und, aber gibt es vier Betten in diese sogenannte Krankensicherung, Krankraum. Und ich hatte ein Bett im Krankraum. Und ich habe das wurde gefragt und das habe ich gelernt. Wenn einmal du sagst einmal Nein, bist du raus. Nach 6 Jahren oder so. Das ist anstrengend. Aber diese Devote ist eine super Devote. Echt super Devote. So enthusiastisch und so packer, sagt man auf Hindi. Auf Hindi? Packer bedeutet richtige Devote. Die stehen auf, Mangalarti ist voll mit Devotees, ich weiß nicht, 50 Devotees oder 100 Devotees, Mangalarti. Und diese Brahmacharis war echte Brahmacharis. Und dann später, es ist sehr selten, dass einer von diesen Brahmacharis möchte heiraten, weil die hatten schon das durch. Ja. Wenn du arbeitest ein Jahr, wenn du nach einem Jahr möchtest nicht heiraten, dann du bleibst Brahmachari. Oder so. Und der hat 7 Jahre nachzudenken. Möchte ich Brahmachari werden oder heiraten? Du hast 7 Jahre. So. Nach 7 Jahren, okay, jetzt bist du Brahmachari. Aber unsere in den USA, hier, die Leute sind mehr stetig. In den USA so. Und die so unstetig und die Geister so. Und wenn die machen das nicht jetzt, in Amerika immer jetzt, diese Amazon. Jetzt, Lieferung, jetzt, muss jetzt, jetzt bestellt, vor 10 Minuten, möchte jetzt kriegen, alles jetzt. Und die haben diese Mentalität jetzt. Und wenn, man kann nicht sagen, okay, komm nach 7 Jahren, die kommen nicht. Es muss jetzt sein. So. Das ist ein Risiko, man kann sagen. Wir haben so viele Leute, dass die nicht qualifiziert für die Ashram, aber man weiß nicht eigentlich, man weiß nicht. Am Anfang, die kamen crazy oder an Drogen oder... Er hatte einen Bhakta, er konnte vor fast 2 Monaten, er konnte nicht Mahamantra sagen. Weil er guckte Mahamantra und er hat so viele Drogen genommen, die Buchstaben fließen, wie sagt man? Verschwommen. Verschwommen, die bewegen sich. Und dann Krishna geht runter und Hare geht so und er konnte nicht Mahamantra lesen. Aber ich habe gedacht, okay, bleib hier, iss Prasadam und mach was. Und langsam, er ist einer von den größten Buchverteilern geworden. Später, nach 6 Monaten, ein Jahr. Nach einem Jahr, er war super Buchverteiler. Und er hat bis zum Ende sein Leben, ist gestorben. Und er hat 7, 8 Jahre Bücher verteilt, Vollzeit Bücher, manchmal 100, über 100 Bücher. Aber am Anfang, ich erinnere mich, das war crazy, echt crazy. Ich konnte nicht machen, Mantra lesen. Hare Rama, Hare, ich konnte nicht lesen. In Indien gibt es keine Worte wie das. So, in Deutschland ist es ein bisschen immer noch okay. Okay, ich glaube, das war's für heute. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.